X. Das nächste Spiel heißt FC Tirol gegen Ried, ein Spiel mit nicht gerade idealen Voraussetzungen. Denn die Tiroler haben zuletzt in den Heimspielen doch einige Schwächen gezeigt, dreimal in Heimspielen zuletzt nicht gewonnen. Ried wieder ist zu Hause weit stärker als in Auswärtsspielen, aber die Oberösterreicher brachten einen Spieler mit, den die Tiroler gerne gehabt hätten und auch schon einmal in ihren Reihen hatten, nämlich Andrzej Leszczak. Der Pole, die zentrale Figur in der Abwehr der Rieder, die mit 150 Fans gekommen sind. Man prognostizierte eine Abwehrschlacht der Oberösterreicher, doch es beginnt ganz anders. Vierte Minute, Ivsic und ein Eigentor, das zum Glück nicht anerkannt wird. Kirchler hat hier eine Kurzschlussreaktion, täuscht Devora, aber im Abseits zwei Spieler von Ried. In der Folge wird die Partie zu einem Geplänkel, schwache Szenen auf beiden Seiten. Ried zunächst fällt überlegen. Erinnerungen an den 2:1-Sieg zu Hause in Ried werden wach. Begeisterung bei den mitgereisten Fans, 3000 Zuschauer insgesamt auf dem winterlichen Tivoli, dessen Rasen aber vorbildlich gepflegt ist. Hier Czerny, er verstolpert in der Anfangsphase wie so viele seiner Kollegen. Und heiß ist in diesem Sinne nur der Trainer Didi Konstantin. Konstanz ist es, was den Tirolern fehlt. Sie kommen kaum einmal aus der eigenen Hälfte. Immer wieder ist Ried offensiv. Hier ein Schuss von Mraz, wenn auch weit daneben. Erkannt wird der taktische Fehler, die Mittelfeldaufstellung. Konstantini reagiert nach 30 Minuten, nimmt einen Doppelwechsel vor für Pšešek und Sekelioglu, kommen Streiter und Schiener. Und das bringt Bewegung, das bringt den erhofften Schwung im Mittelfeld der Innsbrucker. Schaus über links, Silberberger, der Wörgler. Leszczak klärt hier in seinen weißen Ballhandschuhen, tänzelt in der Verteidigung. Und plötzlich kommt hier Kitzbichler völlig ungedeckt zum Schuss, die Nummer 9 der Tiroler. Das lässt Klaus Reutinger, den 35-jährigen Trainer von Ried, zunächst einmal Luft holen. Und der FC Tirol immer wieder über links, immer wieder über Silberberger, den Verteidiger, der auch im Mittelfeld Impulse setzt. Und plötzlich ist hier Kitzbichler nochmals frei und der verschlittert diese Möglichkeit. Der 20-jährige vom SC Kundl gekommen, offensiver Mittelfeldspieler mit Drang zum Tor, aber ohne Treffer. Seitenwechsel hier, das verschneite, schon weihnachtlich gestimmte Tirol. Noch keine Geschenke. Hier Kirchler, er setzt sich durch über rechts und eine Riesenchance. Suleiman Sané, der kurz zuvor für Watzinger gekommen ist, das Ganze in der 56. Minute. Eckball getreten von Janeschitz, dem Magister. Er gibt ihn hoch hinein mit Effe und das ist das 1:0 durch Andi Schiener. Andi Schiener, der Ex-Admiraner, sehr wacker hier bei seinem Torerfolg, nimmt den Abpraller Volley und achten Sie darauf, ein wenig wurde der Torhüter Unger hier wohl, wenn nicht behindert, dann doch gestört durch Sané. Aber das 1:0, Schiedsrichter Winkelbauer bleibt dabei. Der FC Tirol jetzt dominant, überlegen, nur selten. Entlastungsangriffe der Rieder, Dampfhofer und Mraz, beinahe der Ausgleich. Jetzt wird Trainer Reutinger offensiv, bringt Glasner für Angerschmidt und Drechsel für Eder. Aber das irritiert die Tiroler wenig. Suleiman Sané, der 34-jährige Routinier, er setzt jetzt die Akzente. Leszczak kann klären zum Eckball. Torhüter Unger kommt kaum zum Verschnaufen. Die Ecke getreten vom Kapitän Michael Bauer. Fußabwehr von Unger, Schuss von Schiener und beinahe das 2:0. Das Ganze in der 69. Spielminute. Die Partie keineswegs entschieden im Boxen, würde man sagen. Große Punktevorteile für Tirol, aber ein Schuss von Ivsic hier an die Latte. Glück für die Tiroler, beinahe der Ausgleich. Aber jetzt Riesenmöglichkeit, ein Konter, Sané, Czerny. Und das ist das 2:0. Kitzbichler
Der junge Mann aus Kundl, er darf jubeln, mit ihm seine Kollegen. Das erleichternde 2:0 für den FC Tirol ist gelungen. Unger weit aus dem Tor geeilt, um Czerny hier eventuell zu legen. Aber der wieselflinke Stürmer legt herrlich auf für Kitzbichler. Und das ist die Entscheidung in diesem Spiel. Im Anschluss dann noch einige hektische Szenen. Hier zunächst Ried, immer wieder Ivsic, das Um und Auf der Oberösterreicher. Dampfhofer, schon 5 Treffer hat er erzielt und die Nummer 10 scheitert hier der eingewechselte Möseneder. 1 Minute vor Schluss dann Konstantini schon etwas ruhiger. Wieder Ried. Über die rechte Seite, Devora wird nicht geprüft. Weiter Auswurf zu Sané und wieder der Ausflügler auf der anderen Seite. Torhüter Unger diesmal aber richtig herausgeeilt. Es bleibt beim 2:0 für den FC Tirol. Ein völlig verdienter Sieg der Innsbrucker, und Andi Schiener analysiert seinen Führungstreffer. Ich bin ziemlich enttäuscht und überrascht, dass ich nicht gespielt habe von Anfang an. Aber zum Glück ist mir dann das Tor gelungen. Sehen Sie sich als Jolly Joker oder als Glücksbringer? Nein, weder noch. Ich meine, wir haben uns dann nach dem 1:0 ein bisschen leichter getan. Es ist ganz klar, die Rieder sind hinten drinnen gestanden und haben versucht, uns auszukontern. Aber dann ist es besser gegangen. Mit dem Tor kommt Vertrauen, Selbstvertrauen. Ja, natürlich. Ich war am Anfang ein bisschen unsicher, aber dann, wie wir das Tor geschossen haben, war alles wieder okay. Spielentscheidend war dieses Gegentor. Ich glaube, es wäre sonst sehr penibel pfeifende. Herr Schiedsrichter hätte da, glaube ich, auch einen dummen Foul geben können, und somit war dann dieses Spiel entschieden. So, und auf dem Totoschein heißt es Spiel 3, 2:0 und Tipp 1. Und auf dem Innsbrucker Tivoli, da wartet Dietmar Konstantini, der Innsbrucker Trainer. Guten Abend, danke, dass Sie gewartet haben. Ja. Dietmar Konstantini, Sie haben einige Spieler, die sonst zur ersten Besetzung gehören, heute nicht von Anfang an spielen lassen, haben sich auch zuletzt einige Male sehr kritisch über Ihre Mannschaft oder über einige Spieler geäußert. Heißt das jetzt, dass Sie umdenken, dass Sie neue Wege gehen wollen? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja so, dass wir in Linz gegen Last das erste Auswärtsspiel gewonnen haben. Danach habe ich die Mannschaft nicht umgekrempelt, und da ging es schon Graz. Hat der Schiedsrichter leider 90 Minuten spielen lassen statt 85, sonst hätten wir wieder 3 Punkte gemacht. Und es war eigentlich kein Grund, dass ich irgendwann bestraft für seine Leistung und aus der Mannschaft nehme. Es ist das Pech gewesen für einen Streiter Michi, dass er in Linz nicht dabei war. Das ist genauso halt für den China, dass er das letzte Mal gegen Sturm Graz die gelbe Karten, die 7. gehabt hat und gesperrt war. Und warum soll ich immer umkrempeln? Das ist aber dann so gewesen, dass in der ersten Halbzeit wir sicher zu wenig gemacht haben. Es war schwer. Ried hat vielleicht jetzt im Bericht, ist ein bisschen besser rausgekommen, in der ersten Halbzeit rein auf Konter gespielt, und wir haben zu wenig gemacht und sind einfach nicht durchgekommen. Und in der zweiten Halbzeit noch die Auswechslungen, wobei ich sagen muss, dass alle 3 Spieler inklusive Sami Sané ihre Sache sehr gut gemacht haben und das Spiel sicher zu unseren Gunsten entschieden haben dann. Fast schon am Ende der Saison ein Wendepunkt, ein Sprung nach oben? Naja, es ist so, dass wir in den letzten 3 Spiele jetzt 7 Punkte gemacht haben, die haben wir dringend notwendig gehabt. Wir haben ganz gut angefangen, haben 2 Heimsiege gemacht, haben dann einige Spiele nicht schlecht gespielt. Denke nur an Rapid auswärts oder Sturm Graz auswärts, haben aber trotzdem verloren. Haben dann einen gewissen Einbruch gehabt, weil das Programm einfach zu streng war im Sommer durch den UEC Cup. Und danach kommt natürlich das Psychische dazu. Man glaubt nicht mehr so richtig an sich selber. Wir machen die gleichen Phasen durch wie jede Mannschaft. Es ist nicht gerannt, wir haben zu wenig Punkte gehabt und jetzt haben wir es ein bisschen aufgeholt und hoffen natürlich, so wie jeder, der im Herbst zu wenig Punkte macht, sagt man natürlich eine gute Vorbereitung im Frühjahr und schauen wir, dass es besser geht. Werden wir schauen. Ja, zuletzt gab es aber doch einige kritische Töne von Ihnen. Heißt das, dass Sie die Mannschaft nicht nur gut vorbereiten auf das Frühjahr, sondern auch umbauen wollen? Ja, es ist immer im Gespräch, jetzt, dass noch 1-2 Spieler kommen. Da wird noch viel Wasser in Inhabe fließen, bis es soweit ist. Es ist wie bei jedem anderen österreichischen Club das Geld für die absolute Klassemannschaft sicher nicht vorhanden. Und das ist halt österreichisch, wir wollen immer einen Weltklasse-Fußball spielen mit sehr wenig Mitteln, um 100.000 Schilling Spieler ausleihen, und das geht halt nicht. Aber da kann man keinen Vorwurf machen. Es ist, glaube ich, besser so mit den Spielern, was da sind, zu arbeiten, und als wenn man sie, was Gott in Schulden hat.
Danke vielmals, Dietmar Constantini, bitte, dass Sie in Innsbruck noch gewartet haben. Der LASK hat...